Genießen. Genießen können wir nur, wenn wir innehalten, wenn wir uns auf etwas Köstliches und Schönes hinsammeln, ihm die volle Aufmerksamkeit schenken, es achten und mit vollen Zügen nehmen. Zum Beispiel einen schönen Anblick, eine mitreißende Musik, den Duft einer Rose, ein mit Liebe zubereitetes Mahl, die Vereinigung mit einem geliebten Menschen, die wiedergeschenkte Gesundheit, auch den Erfolg und das gelungene Werk. Genießen ist mit Freude verbunden und mit Sinnlichkeit. Denn das Genießen geht zuerst durch die Sinne und erreicht durch sie die Seele und den Geist. Obwohl es dazu auch Ausnahmen gibt. Oft braucht das volle Genießen die gute Gesellschaft. Es braucht die anderen, mit denen wir gemeinsam etwas genießen, zum Beispiel bei einem Fest. Durch das Genießen kommen wir mit den kostbaren und erhebenden Seiten des Lebens in Einklang, werden durch sie schöner und weiter und werden inniger mit der hellen Seite des Lebens unmittelbar in Berührung gebracht. Manchmal werden wir bei solchem Genießen wieder wie Kinder, die neugierig die Welt um sie herum erkunden, sich von ihr überraschen lassen und durch sie reicher werden und erfüllt. Daher kommen beim Genießen viele glückliche Erinnerungen aus der Kindheit mit hoch, als keine Zeit oder Aufgabe drängte und wir im Hier und Jetzt ganz aufgehen und uns ihm überlassen konnten. Im Genießen retten wir daher viel von dem Schönen der Kindheit in die Gegenwart und in unsere Zukunft. In manchen Kreisen ist das Genießen verpönt. Man sagt dann zum Beispiel, es entferne uns von Gott, stehe der Vollkommenheit und der Erleuchtung im Wege, fessle uns an das Irdische, führe leicht zur Sünde und mache uns weich und schwach. Daher sei Askese angesagt, der Abschied von den Verlockungen der Sinne und des Fleisches, die Abtötung, welch ein schreckliches Wort, um so für das Höhere und für Gott verfügbar zu werden und ihm und den Engeln ähnlich oder sogar gleich. Es gibt zweierlei Genießen. Auf der einen Seite das Genießen über die Sinne, ganz von ihnen in Besitz genommen, selbst vergessen, ihnen hingegeben und durch sie mit dem pulsierenden Leben im gleichen Rhythmus und Takt uns bewegend. Ehe wir uns versehen, sind wir in diesem Genießen über uns hinausgetreten, in einen größeren und weiteren Raum,
werden im Genießen andächtig und achtsam und beginnen im Genießen zu beten. Durch solches Genießen sind wir schon hier wie im Himmel, der ja in allen Vorstellungen, die sich Menschen von ihm machen, seliges Genießen ist. Auf einmal ist Genießen nicht mehr nur sinnlich, sondern auch religiös. Es gibt auch den Genuss des Geistes, zum Beispiel den Genuss, der aus dem Erkennen kommt, und vor allem den Genuss aus schöpferischem Tun, wenn uns etwas gelingt, an dem andere sich freuen und es genießen können, sei es nun sinnlich oder geistig. Auch der Genuss des Geistes macht uns, wenn uns etwas ganz in Anspruch nimmt, selbst vergessen, führt uns in einen offenen Raum und macht uns trotz der Disziplin, die er von uns verlangt, glücklich und erfüllt. Stehen sich diese Weisen des Genießens vielleicht entgegen? Nein, denn beide gehören zusammen wie Leib und Seele, Sinne und Geist. Erst wenn wir uns beiden Weisen hingeben, werden wir wirkliche, vollkommene Genießer.